Der ist entspannt unterwegs, würde ich sagen. Ja, der ist auf jeden Fall entspannt unterwegs. Servus, grüß euch und herzlich willkommen zur allerersten Testtour. Heute werden 116 Kilometer abgerissen, meinerseits. Ich glaube 186 eurerseits. Und wir sind gerade in Winsen gestartet und fahren Richtung Hamburg. Hamburg ist das Ziel, das heute rechts davon. An der Elbe, da ist ein Bauernhof, wo wir ein One-Night-Tent haben. Einfach nur, um unsere Ausrüstung und das ganze Gear für die große Tour zu testen, wo es nach Kroatien geht. Und das ist heute die erste Testtour. Und ich würde sagen, wir starten durch. Let's go! Ab ins Gravel-Abenteuer! Der ist entspannt unterwegs, würde ich sagen. Ja, der ist auf jeden Fall entspannt unterwegs. Oh, das ist jetzt Bergenbelden, oder? Genau, irgendwas mit Bergen. Meister, brauchst du einen Kinderriegel zum Durchzünden? Meine Kopfhörer machen schlapp. Damn. Willst du meine? Sieh, Dennis, sieh, Dennis, 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 Dennis. Was für eine Scheiße ist das denn, Alter? Ach, ja. Die waren 100% aufgeladen, jetzt kommen die nicht vom Kopf, oder? Meine waren auch leer. Ich habe aber alles dabei. Können wir auf jeden Fall laden. Soll ich die jetzt dranhängen? Nee, die sind aufgeladen. Scheiße, Zeug hier. Und was bei dir? Arbeiten. Ach, von mir? Ich glaube, ich fahre einen Proteinriegel. Du fährst jetzt einen Riegel rein. Was heißt das? Ich freue mich jetzt einen Riegel rein. Zack. Warte mal, ich muss mal eben hier changen. Was hast du denn da Feines? Boah, ich habe hier so ein Protein-Dingsbums, Berries and Peanuts. Oh ja. Der gute aus dem Rewe oder aus dem Edeka. Hau rein, ey. Ja, man, sieht auf jeden Fall eigentlich ganz lecker aus. Die Bikes. Komplett gepackt. So geil, das ist so eine geile Erfahrung jetzt schon mit den Jungs auf der Straße zu sein, auf den Böcken. Ey, da war ein Blitzer, den hätten wir mitnehmen müssen. Es ist einfach geil, Landschaft zu sehen, erkunden, geil hier, mega, voll schön. Es wird Hammer. Ich glaube, die Tour wird richtig, richtig geil, aber auch eine absolute Zerstörungstour. Deswegen heißt sie auch Tour the Peng. Ihr habt ja keine Ahnung, warum die Tour the Peng heißt. Der Name ist entstanden, weil wir den Schuss nicht gehört haben, weil diese Tour eine absolute gestörte Tour ist. Aber wir haben Bock drauf. Das reißen wir ab. Let's fliegt! Das ist echt so! Jetzt hast du zu spät! Junge, ich wollte auch! Wie im Leben 48, wie im Leben 64! Ja, moin! Also, wie man unschwer erkennen kann, sind wir mittlerweile Richtung irgendeiner Stadt unterwegs. Whatever. Und wir sind auf dem Weg Richtung Soltau. Wie viele Kilometer haben wir noch bis Soltau? Drei. Wir sind schon in Soltau, aber wir haben einen Zielort, wo wir eine Pause einlegen. Oh, geil. Leute. Hm? Oh, läuft hier noch wer? Also ich habe
etwas später angefangen zu tracken, aber wir sind jetzt bei, ich merke gerade, dass wir eine Pause machen. 2 Stunden, 9 Minuten, fast 40 Kilometer. Also wir sind ungefähr bei 40, ne, als wir losgefahren sind. Insgesamt die Strecke von 116. Machen jetzt erstmal Mittagspäuschen, schöne dicke, fette Pommes mit Mayo und was zu trinken. Dennis zu meiner Linken. Moin. Wir haben jetzt gerade Speis und Trank hinter uns gebracht, und zwar in diesem wunderschönen Lokal. Wie heißt das? Das urige Stübchen. Das hier, das urige Stübchen. Wenn ihr mal hier seid, Soltau, kommt hier vorbei, hier könnt ihr lecker essen, hier könnt ihr lecker trinken. Mega geil. Und jetzt geht's weiter. Und machen nur noch kleine Päuschen. Der Bernd ist irgendwo da hinten. Da, könnt ihr ihn sehen. Da ist er. So, und jetzt geht's auf. Raus aus der Stadt. Auf die Piste Richtung Hamburg. Da hinten ist der Heidepark. Die Bikes, die sehen so geil aus. Oh. Ah, ja. So, servus. Ist das nicht wunderschön? Wir sind gerade in der Heidelandschaft. Ja, Mann, das ist einfach klasse, wenn man sich nicht mault. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Das ist schon wirklich abenteuerlich. Ja. Die Jungs sind auf jeden Fall schon weiter voraus. Weil wir hatten Besuch von einer Drohne. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Ich habe den netten Kollegen, der uns da aufgenommen hat, gefragt, ob ich mir die Aufnahmen zukommen lassen könnte. Er hat gesagt, ja, kein Problem, lass ich dir zukommen. Ich habe mir gedacht, geil. Ja, Mai, ist das schön. Ist das geil oder ist das geil? Das ist richtig schön, ne? Wieder zurückkommen, ja, ja. Ist das schön, ey. Don't let me drown. Don't let me drown. Boah, das tut so weh, ne? Was sollte die Scheiße denn jetzt da gerade noch? Alter. Auf geht's. So, wir trudeln gerade ein in Raben, Gemeinde Sodersdorf, Landkreis Lüneburg. So weit müssen wir es jetzt eigentlich gar nicht mehr haben. Ich glaube, so um die 40 Kilometer. Geile Abfahrt! Wo ist er? Da bist du. Hä? Da bist du ja. Ja. Hier ist schön warm. Auf geht's. So, servus. Da hinten geht jetzt schon gleich langsam die Sonne unter. Wir fahren jetzt über die Elbe. Und ach, das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben 19.23 Uhr ungefähr. Wir haben jetzt noch ein paar Kilometer, 10 Kilometer ungefähr noch zu machen, bis wir am Zielort sind, an unserem Online-Termin. Boah, was wir heute abgerissen haben, ey Mann. Wahnsinn. Da vorne ist der Bernd. Grüße. Und wie geht's dir? Sag mal so dein aktueller Lagebericht. Dein Zustand. Mein Zustand ist hervorragend. Sehr gut. So ein bisschen so euer Puster, aber egal. Ich hab's ein bisschen im Nacken, muss ich dir sagen. Nacken? Oh, ja. So Schultern, Nacken mäßig. Zieht ein bisschen. Aber ja. Ich glaube, da kommt der Dennis schon. Was ein Tier. Alter, was wirklich, Alter? Nicht schlecht. Heftig. Da Kütter. Jetzt ist das gleich einfach so ein Opa. Jetzt ist das gar nicht Dennis, ist das so ein Opa. Nee. Ist er das? Ja. Geil. Heftig, ja. Letzten paar Kilometer jetzt abreißen. So, Endspurt. Wir haben schon die Lampen an und sind auf dem letzten Kilometer Richtung Ziel. Boah, was eine Tortur, ey. Was eine Tortur. Ich hole mal hier eben den Kollegen auf, wenn er es zulässt. Wahnsinn, was eine Tour! Dennis ist da hinten. Oh mein Gott, da ist das Schild. Ham, Werde. Oh mein Gott. Ham, Wade. Ja. Ham, Wade. Hier wartet unser One-Night-Tent.
Oh, was? Oh mein Gott. Und kriege ich ein Smiley. Smiley. So. Wir sind jetzt gleich da. Oh mein Gott. So, wir haben jetzt genau 20 Uhr. Dennis kommt da hinten. Nee, das ist doch nicht Dennis. Jacke gewechselt, Helm gewechselt. Wir sind da, es ist genau 20 Uhr. Oh mein Gott. Das muss man vorstellen. Das, was wir gemacht haben, diese Tour. Boah, ich bin so ready fürs Bett, ey. Ich bin so ready. Und fürs Essen. Wo bleibt er denn? Wir schauen mal. Hammer, ey. Ehrlich. Ich muss aber auf jeden Fall da Milch reinfüllen in den Reifen und ich mach das morgen früh in aller Ruhe. Ja, easy. Boah, ist richtig geil. Da ist er. Da kommt er. Boah, die Laternen gehen an. Perfekt aufs Licht angegangen, also hier. Zack. Zack. Dennis, du bist die Erleuchtung. Du bist die Erleuchtung. Lumus Maxima. Geschafft. So krass. Wir sind angekommen. Und das ist so schön hier. Einfach so ein Kamin. Dann wurde hier Kaffee und keine Ahnung was hingestellt. Ein Kanister mit Trinkwasser. Lampen, Kerzen, aber es hat keiner von uns ein Feuerzeug dabei, oder? Nee. Nicht mal für den Gaskocher? Der hat einen Clipper dran. Ach so. Aber dann können wir es darüber fliegen. Das ist eine gute Frage. Ja, nee. Ich stelle vor, Alter, krass. Nur kein Feuer. Ey, ist das schön, ey. Heftig. So, wir sind an unserem Zielort angekommen, die Bikes stehen da, jetzt wird noch was zu essen bestellt, da ist noch ein Bike, hier ist unser Tisch, wir wurden komplett ausgestattet mit Tee, mit Teelichtern, Tee. Beste. Ne, Dennis? Auf jeden Fall. Auf jeden. Und jetzt, da hinten stehen auf jeden Fall die Zelte, man kann es aber leider nicht sehen, nur ein bisschen da hinten. Ja, und hier ist der Tee. Boah. Ja, morgen in alter Frische, wenn wir geschlafen haben, wenn wir genächtigt haben, einmal bei Tageslicht das Ganze einmal betrachten. Darauf einen schönen Abend. Wir haben jetzt 23.22 Uhr und wir gehen jetzt ins Bett. Bernd, gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Dennis, gute Nacht. Wir haben so einen Glücksgriff einfach mit diesem One-Night-Tent. Es ist unfassbar. Es ist so toll hier, aber dazu später morgen früh dann mehr bei Tageslicht.